Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV. Und soeben ist das Spiel zwischen Sturm und Salzburg zu Ende gegangen. Und unsere Blackies haben mit 2:4 leider am Ende gegen die Bullen verloren. Ja, insgesamt ein spannendes Spiel auf jeden Fall, auch durchaus abwechslungsreich, aber halt mit nichts Zählbarem am Ende für unsere Blackies. Man muss aber eins vorwegnehmen, dass nicht nur die Leistung unserer Schwarzen da wirklich schuld dran war, sondern dass es eben auch schwer gewesen ist, gegen 12 Gegner aufzulaufen. Also damit ist natürlich der Schiedsrichter gemeint. Nicht, dass man sich wirklich darauf jetzt hinausreden sollte, aber man muss ehrlich sagen, ganz objektiv, es hat schon einen wesentlichen Anteil an dieser Niederlage letztendlich gehabt. Zum Spiel selber, zunächst mal zum Spielfeld, das war komplett sauber, also keine Schneerückstände, also deswegen ganz normal gut bespielbarer Boden im Grunde. Und ja, das Spiel begann zunächst ein bisschen schleppend. Die ersten 20, 25 Minuten gehörten klar den Salzburgern. Unsere Blackies eher mit einer defensiven Ausrichtung, eben mit einer Fünferkette. Erinnert ein bisschen an das Foda-System. Und ja, Sturm hat eben sich ein bisschen zu sehr nach hinten drängen lassen, wie ich persönlich finde, in der Anfangsphase. Also so eben Minute 20, 25 herum. Da haben die Salzburger ganz klar dominiert, ohne jetzt die ganz großen Chancen zu haben. Die beste Chance hatte nach einem Ulmer Schuss. Glaube ich, Edabur, der den Fuß hingehalten hat. Und ja, Sturm kam dann so nach einer halben Stunde ein bisschen besser langsam rein und hat dann auch das 1:0 erzielt. Esse, etwas überraschend in der Startelf anstelle von Danny Allah, tankt sich über links richtig, richtig stark durch, bringt dann den Stangelpass zur Mitte und da steht dann Stefan Hierländer und der macht das 1:0 in der 37. Spielminute für unser SK Sturm. Sturm hat auch ab diesem Zeitpunkt wirklich das Heft so ein bisschen mehr in der Hand, also ist dann wirklich angekommen in der Partie, hätte dann durchaus erhöhen können, durch Lovric beispielsweise auf das 2:0, hat das aber verabsäumt und hat dann wirklich ja knapp vom Seitenwechsel doch den Ausgleich bekommen. In dieser Phase so ein bisschen aus dem Nichts. Ein schöner Pass auf Gulbrandsen, der weiter auf Dabur, sah abseits verdächtig aus. Tja, was ich gehört habe, war es im Endeffekt regulär und das war eben dann der Ausgleichstreffer. Richtig, richtig beschissen an diesem Gegentor fand ich den Jubel von Dabur. Also jetzt nicht, dass er sich freut, das ist alles legitim, aber einfach sehr, sehr lange, also gefühlt, keine Ahnung, locker 2 Minuten und das ist doch ein bisschen zu viel und eben auch wirklich provokant in Richtung Sturmfans. Ich finde, das muss nicht sein. Guter Kicker, aber charakterlich ganz, ganz schwach und auch im Laufe des Spiels sollte es eben dazu noch mehr geben. In der zweiten Hälfte Sturm mit der ersten richtigen Top-Chance dann durch Peter Schul. Der dribbelt sich wirklich wunderbar an, ich glaube, 2, 3 Gegenspielern vorbei und dann mit dem Abschluss leider knapp über das Tor. Das war die Riesenchance auf die erneute Führung für unsere Blackies und das Tor, das haben dann im Endeffekt ja doch wieder die Salzburger gemacht. Ja, über die rechte Seite war es dann Dabur, glaube ich, der den Pass reingespielt hat und Gulbrandsen. So, entschuldigt die Unterbrechung, der traf eben dann zum 2:1 für Red Bull Salzburg. Sturm hat im Endeffekt dann wirklich gekämpft, hat, finde ich, auch das aktivere Dasein auf dem Platz dann auch gehabt. Aber ja, es hat dann irgendwie nicht wirklich gereicht eben für den Ausgleichstreffer. Die Salzburger vorne richtig, richtig kaltschnäuzig, muss man sagen. Nach einem starken Pass von Samaseko auf Dabur steht dieser alleine im Endeffekt vor 7 Handel und lässt diesem auch keine Chance im 1:1 und dann steht es eben 3:1. Das Spiel ja noch nicht ganz abgehakt. Den Sturm ist dann tatsächlich etwas überraschend und ein bisschen glücklich nochmal zurückgekommen. Durch Thorsten Röcher nach einer Ecke bekommt Röcher den Ball, will eigentlich flanken, aber die Flanke senkt sich wirklich perfekt ins Kreuzeck und im Endeffekt ja, trifft dann Röcher zum Anschlusstreffer. Da hätte es natürlich nochmal spannend werden können, aber im Endeffekt gab es dann doch viele sehr unglückliche Entscheidungen gegen unsere Blackies. Da haben sich die Ereignisse teilweise überschlagen. So ab Minute 70 herum war das. Zunächst der Schulz, der die gelb-rote Karte sieht nach einem Foul in der Nähe des eigenen 16ers. Dann eben Heiko Vogel, der sich mit dem Schiri auch anlegt und im Endeffekt dann auf die Tribüne verwiesen wird. Das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Sturmtrainer auf die Tribüne geschickt wird. Den Rest des Spiels durfte dann standfest an der Seitenlinie stehen. Und ja, Sturm hat am Ende dann auch noch das 4. Tor bekommen. Im Endeffekt ein Pass auf Gulbrandsen, auch abseits verdächtig. Soll auch
auch keins gewesen sein. Die Salzburger haben es halt auch wirklich gut gespielt mit all ihrer Qualität und Gulbrandsen kann im Endeffekt dann wirklich von halblinker Position bis in den 16er allein durchlaufen und schlänzt sie dann ins lange Eck und trifft dann zum 4:2 für die Salzburger. Und ja, Sturm hat dann auch noch eine zweite rote bekommen. Das war dann noch für Schrammel, also gelb-rot. Das Foul selber habe ich nicht gesehen, aber im Endeffekt dann nur ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Von dem her, Sturmkämpfer, wir sprachen, den Jungs kann man nicht viel vorwerfen. Sie haben es probiert, Salzburg war im Endeffekt einfach von der Qualität zu stark. Und ja, jetzt heißt es sich natürlich zusammenreißen und für die kommenden Aufgaben macht trotzdem die Leistung, finde ich, durchaus Mut. Man hat heute einfach gegen einen übermächtigen Gegner gespielt und damit meine ich nicht nur die Salzburger. Und von dem her, ja, ist es schade, aber gut, das nächste Spiel kommt bestimmt. In diesem Sinne war es dann das auch schon wieder von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.